Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es ist jetzt soweit gewesen. Wir haben uns ein Dachzelt gekauft. Und zwar ein Wildcamp-Dachzelt. Und ja, darüber möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Auch zu den Dachträgern, die wir dazu gekauft haben. Das sind ja Original-Dachträger. Das ist alles nicht so einfach gewesen, weil das war eine lange Suche. Und ja, fangen wir einfach bei den Dachträgern an. Also vielleicht sieht man das hier. Sieht man jetzt nicht so ganz, ne? Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben ganz lange gesucht, individuelle Dachträger zu finden von Thule und was es alles gibt und haben keine gefunden. Wir haben einfach keine gefunden. Warum? Weiß ich nicht. Wir haben hier ein Peugeot 508 mit Panoramadach. Also es ist ein großes Panoramadach und für diese Modelle gibt es leider keine individuellen Dachträger anscheinend. Also haben wir Original Peugeot Dachträger gekauft für, auch war okay, ich glaube 250 Euro, jo, das kann man machen. Ja, jetzt haben wir die draufgesetzt, die haben eine Traglast von 80 Kilo, genau wie das Dach eine Traglast von 80 Kilo. Ja, jetzt haben wir unser Dachzelt. Wildcamp, ein 160er, ja, quasi 160 mal so, mal 2 Meter und 20 so und nochmal 1 Meter. 20 in der Höhe und im Packformat haben wir, also wenn es gepackt ist, ist es auf 1,60 m mal 1,20 m mal 30 cm. Das Interessante war, wo wir das geholt haben, habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mal, wie das im Spritverbrauch sich äußert und bin die ganze Strecke, Autobahn, also wir sind glaube ich 280 Kilometer gefahren. Also da folgen dann noch Bilder. Und da bin ich dieselbe Strecke hinwärts mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 gefahren. 120, 130 Autobahn größtenteils und rückwärts genau dasselbe. Also Tempomat rein und einfach nur fahren lassen. Und da haben wir da mal geschaut, wo verbrauchstechnisch, wo wir da liegen. Und die Bilder zeige ich dann auch noch. Ja, aber grundsätzlich zeige ich euch jetzt erstmal das Zelt und die Beschraubung, weil die Grundplatte des Dachzeltes ist folgendes Problem. Es hat ein 80er Maß, das heißt die Schienen, worauf das Dach jetzt befestigt ist, haben 80er Maß Breite, also ne, von Schiene zu Schiene 80. Meine Dachschiene, also meine Dachträger, haben ein Maß von 80. Jetzt ist das Problem noch dazu, jetzt kommt ja die Verschraubung, die aufs Dach führen, sind in Summe 82, also 2 cm sind wir bei 84 cm. Ja, das ist ein ganz knappes Spiel, ganz, ganz knappes Spiel, also es passt eigentlich gar nicht so wirklich, es ist schon ein bisschen schief, aber seht ihr dann in dem Video, was ich da jetzt gleich noch hinten dran bastle. Ja, das ist ein bisschen nervig. Ja, man könnte jetzt einfach die Schienen versetzen. Man setzt sie einfach, sag so, 5 cm nach innen. Also man bohrt einfach Löcher, setzt die Schienen nach innen, dann passt das. Aber ich habe festgestellt, so wie es ist, das ist schon okay. Ist jetzt nicht optimal, aber es soll ja nur halten. Es ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, aber ja. Ja, so viel dazu. Ich melde mich danach nochmal nach den Bildern. Also wie gesagt, jetzt zeige ich das Video von den Trägern. Und danach kommen die Fotos von dem Benzinverbrauch hin und zurück. Also bis gleich. Thank you.
Also, wie gesehen, jo, kann man machen, ne? Oder auch nicht. Also, Benzinverbrauch war ich jetzt ein bisschen... Bin halt größtenteils Autobahn gefahren. Also, wir waren 90% Autobahn. Ich glaube, von den ganzen Kilometern, die ihr da gesehen habt unten, sind wir 30, 35 Kilometer dann Überland, Stadt und sowas gefahren. Der größte Teil war Autobahn. Also, es könnte noch sein, dass sich das im Langzeittest, dass sich das dann ein bisschen eingruft oder was. Ja, aber ansonsten, ja, ist das schon gewesen. Wir haben es gebraucht gekauft. Es hat uns schon ein bisschen was über 1000 gekostet, aber naja, gebraucht ist halt gebraucht, weil teuer. Wir wollten erst in Polen kaufen, da war die Kommunikation ganz schwierig und haben uns gedacht, ach komm, wir gucken mal bei eBay Kleinanzeigen und auch ein bisschen Obacht geben, da gibt es viele Betrüger oder viele, die ein bisschen unseriös wirken. Und so haben wir uns gedacht, wir gehen halt diesen Weg und kaufen, was gebraucht ist. Das hat funktioniert, alles super, alles schick. Gebraucht ist halt gebraucht, ne? Das ist halt so, weil ich mir auch gedacht habe, angenommen, wir kaufen jetzt ein Originalzelt. Wir kaufen jetzt ein neues Zelt. Jetzt liefern wir das, angenommen von Hamburg. Wir leben hier Ende Thüringen, also Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Jetzt kommt das Zelt von Hamburg, Berlin und sonst woher. Ne? Jetzt ist es findet da ein Mangel statt, angenommen an dem Stoff oder am Gestänge oder irgendwo ist ein Mangel. Ja, was machst du? Hast du eine Garantie? Ja, das ist richtig. Aber es muss ja eine Spedition finden, die das für 100, 150 Euro hier abholt und da hochfährt. Und dann werden die sich denken, okay, jetzt haben wir den Schaden repariert, aber wir zahlen nicht die Rückfuhr. Die werden ja nicht nochmal 100, 150 Euro oder 130 Euro auf ihre eigene Kappe nehmen, nur um den Schaden zu reparieren und das wieder runterzuschicken. Also wer da Erfahrungen gemacht hat, kann das ja gerne mal hier unten hier in diese mal reinschreiben oder so. Aber grundsätzlich denke ich nicht, wenn du einen Garantiefall hast und dann ist das ja dein eigenes Geld, das zu dem Händler zurückzuschicken, also zahlst du ja 100 bis 150 Euro für eine Spedition. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also wer in der Nähe wohnt und das dort fortgekauft hat, da ist das vielleicht besser. Aber ich denke, in einem Versand ist es immer schwierig. Im Garantiefall, sicherlich ist der Garantiefall gegeben und die sagen, okay, schick uns das her, wir reparieren das und dann kriegt er ein neues oder ein neuwertiges oder, ne? Also es ist die Frage, okay, schicke ich das für 150 Euro mit einer Spedition dahin? Die flicken das oder machen das irgendwie und dann schicken die das wieder zurück und sagen, nee, wir würden aber gern 70 Euro oder 50 Euro des Versandes, was wieder zu dir kommt, mit berücksichtigt haben. Keine Ahnung. Naja, wie gesagt. Jetzt im Anschluss folgen noch so bloß mal ein paar Bilder, wie das aussieht, wie das jetzt aufgeklappt aussieht. Also ihr habt ja schon Dachzelte 1000 Loch und Löcher gesehen. Ich muss jetzt nicht zeigen, wie man das aufklappt. Nur mal optisch, dass ihr mal einen kurzen Einblick bekommt, wie das jetzt aussieht. Ja, und dann bis gleich nochmal. Ja. Dachzelt halt, ne? Wildcamp 160 mal hast du nicht gesehen und hast du nicht gesehen. Ja, nee, also wenn das jetzt wenn euch das jetzt gefallen hat oder so. Wie gesagt, ich werde mal noch mal andere Videos machen zum Thema Auto noch speziell und wie das so alles läuft und dann werden wir mal ein paar Erfahrungsberichte zeigen, wie das hier alles so abgeht, wie das ist mit Zelten und ja. Also bis dahin sportfrei, gut Holz oder was man auch so wünscht. Ne? Bis dahin, ciao.